Hallo und willkommen zurück zu Still Life. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Wieder ein Stück her. Ich bin in das Büro eingestiegen. Ach nee, Quatsch. Und habe einige Sachen entwendet. Ein Tatortbild des Opfers im abgebrannten Viertel. Das ist im Park. Und ein des Opfers, das in der Nähe der Brücke gefunden wurde. Also, das ist das letzte Bild. Das letzte Opfer, meine ich. Und dann haben wir noch so einen komischen Metallring mit Zacken. Na gut. Ich würde mal sagen, gehen wir zur Brücke. Und schauen uns das Foto an. Ja, das kennen wir ja vom aus dem Park. Da müssen wir wieder was vergleichen, denke ich mal. Oh, ein neuer Ort. Brücke. Alte Kapelle. Ich dachte, das ist das Bild von hier oben. Okay, dann gehen wir zur Brücke. Alter, ist das laut. Ah, hier unten ist, glaube ich, das gewesen. Oder wie? Ist hier irgendwas? Gehen wir mal runter und gucken. Alles in Ordnung? Ich kann nicht klagen. Aber wolltest du nicht hinter verschlossenen Türen zu Hause bleiben? Ja, wollte ich. Aber ich sollte doch auch zum Arzt gehen. Ach ja, stimmt. Und was hat er gesagt? Weiß er, was dir fehlt? Ja, das weiß er. Und was also? Kann ich dich was Wichtiges fragen? Jetzt machst du mir aber Angst. Was denn? Wie ernst ist es mit uns beiden? Wie ernst? Warum fragst du mich das? Beantworte bitte meine Frage. Aber Ida, worauf willst du denn hinaus? Liebst du mich? Natürlich liebe ich dich. Ich liebe dich nicht nur, ich vergöttere dich. Ich bete dich an. Ich erwarte ein Kind. Wirklich? Ja, wirklich. Deswegen war mir in letzter Zeit so oft schlecht. Ich verstehe. Und was willst du nun machen? Tja, da kommt wohl nur eins in Frage. Und was? Lass uns heiraten. Wirklich? Ja, in New York. Meine Freunde und Verwandten könnten uns dort erstmal unter die Arme greifen. Kuss, du bist wundervoll. Ein Herzklopfen. Ja, sehr emotionsvoll hat er reagiert. Wir erwarten ein Kind. Und er. Na gut. Einfach. Na gut. Okay, wird das Bild angezeigt. Dann merken wir erstmal. Wie? Was? Verwenden. Okay, hier ist die Leiche. Die Leiche. Ich muss erstmal gucken. Hier ist die Bank. Da ist die Bank. Da ist die Bank. Hier ist noch eine Bank. Ist das hier was? Dass da gleich hingeht. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Nein, ich auch nicht. Ach Mann. Nein. Wo könnte noch etwas sein?
Also, dass die Leiche weg ist, das ist ja klar. Die Lampe. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Was ist das hier auch für ein Stück Holz? Okay, das ist ja auch. Hier ist ein Paddel. Wir laufen einfach mal hier hin. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Ich hab hier drauf geklickt. Du Klubbi. Gucken wir mal hier hinter. Da fällt aber auch nichts auf. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Ja. Ich klicke mal hier drauf. Ich sehe aber auch nichts. Was ist denn da los? Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Er geht nicht hier hinter. Moment. Geh mal zu dieser Bank. Sieht so aus, als hätten sie die Bänke ausgetauscht. Wo könnten wohl die alten sein? Aha. Und das war's. Also, wir haben jetzt die Info, dass die Bänke ausgetauscht worden sind. Aber warum? Na gut, dann gehen wir nochmal zum abgebrannten Viertel. Da haben wir ja noch so ein Foto. Wo ist das abgebrannte Viertel? Ich kann eigentlich nur hier in die Ecke. Ich höre wieder das Herz klopfen. Bum bum. Oh. Irgendwas hing. Das hing. Das Spiel hing. Das ist ja diese. Ja, ich komme nicht auf den Namen. Dieser Blödmann. Unser Freund bei der Polizei. Guck mal erst mal, da ist. Da liegt die Leiche. Was ist das für ein schwarzer Fleck? Der Gullideckel, da ist doch. Ist da nicht auf? Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Nö. Ist irgendwas. Vielleicht hier? Das Becken war zu der Zeit leer. Ach so? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, schönes Wasserspiel. Ach, da hat's abgelassen. Ach so. Diese Nachricht wurde erst kürzlich eingeritzt. Jemand hat mir eine Spur gelegt. Die Schlampe weiß es. Okay. Aber wer ist damit gemeint? Kann ich hier noch was tun? Nein. Okay, wir haben jetzt die Info. Hier drinnen stehen und eine Info mit dem Parkbänken. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht weiter. Da ist auch weg. Hier ist niemand mehr.
Halt, stopp! Hier ist eine Lupe. Eine Lupe. Das erinnert mich an den Fall des Brandstifters von der Madison Avenue. Bringt mich nicht weiter. Ich werde jetzt nochmal zu diesem Künstler gehen. Vielleicht kriegen wir da einen neuen Hinweis. Seltsam. Niemand hier. Ach. Auch nicht. Das Spiel ist echt überfragt. Sie war ja am... Ja, genau, sie war am Tatort mit. Da werden wir jetzt mal reden. Hallo, hier bin ich nochmal. Oh, Herr McPherson. Könnten Sie mir wohl behilflich sein? Selbstverständlich. Helf mir weiter. Ich weiß nicht mehr weiter. Hilf mir. Schauen Sie sich bitte mal dieses Foto an. Können Sie sich erinnern, was an dem Tag geschah? Ja, wie sollte ich das vergessen können? Ich war es, die Katharina fand. Inspektor Skalnik stellte mir einige Fragen. Gab es damals etwas Ungewöhnliches, etwas, was Sie bemerkt haben, was Sie verwundert hat, oder vielleicht wissen Sie etwas über diesen Ort, was sonst niemand weiß? Das einzig Seltsame war, dass Inspektor Skalnik etwas in den Gully warf. Haben Sie gesehen, was es war? Nein, er kehrte mir den Rücken zu und ließ etwas fallen. Es war etwas Glänzendes. Deswegen habe ich es überhaupt zwischen seinen Beinen fallen sehen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Geht jetzt in die Ecke und schämt sich? Etwas Glänzendes zwischen seinen Beinen fallen gesehen. Ich will gar nicht wissen, was sie da gesehen hat. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Oh. Und die Musik geht wieder los. Ich ging in das abgebrannte Viertel und sah diesen Gullideckel. Und ich musste ihn öffnen, um zu wissen, was dahinter steckt. Jetzt habe ich mir die Finger auch noch schmutzig gemacht. Und tschüss. Ich denke mal, das ist das, was da fallen gelassen hat. Nun schaue sich einer das an. Noch ein Ring. Was? Haben wir hier sonst noch etwas? Seltsam. Jemand muss das erst kürzlich verschlossen haben. Das Schloss ist brandneu. Brandneu. Und die Tür? Seltsam. Jemand muss das erst kürzlich verschlossen haben. Ja. Das Schloss ist brandneu. Ja, es ist neu. Kann ich jetzt mit Dietrich arbeiten? Nein. So, also kommen wir hier nicht weiter. Okay. Hat ja nicht so viel gebracht. Ich probiere mal was, wenn ich die kombiniere. Nein. Ich habe ja keine Ahnung, was die Ringe gut sind. Ich versuche mal nochmal mit dem Blödmann zu reden. K-
Komm ich hier durch? Wie? Ich will dort hoch. So, ist zu. Danke. Ich hab jetzt, was ich brauche. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Nein, im Moment nicht. Auch nix. Mich zieht's irgendwie nochmal ans Ufer. Aber nein. Mit der Mühle war auch irgendwas mit diesem. Ach, Mühle, Wasserrad. Bin ich jetzt unter der Brücke hier, wo ich Bunsen war? Das ist doch diese Brücke, oder? Oder? Nein, doch nicht. Schauen wir doch mal das Boot an. Keine Zeit, fischen zu gehen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ach komm schon, ein bisschen fischen. Das. Jemals ist das eine andere Brücke. Ich dachte, das war die eine Brücke. Ja. Gute Frage. Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht.